Grüß euch, liebe Zuschauer. Servus auf DC TV. Wir sind mal, meine Süße und ich, mal in Berlin ein bisschen unterwegs und wollten euch hier mal den Invalidenfriedhof zeigen. Ja. Mitten in Berlin, kein sozusagen aktiver Friedhof mehr. Es ist eher eine Parkanlage mittlerweile, aber es wird auch noch gepflegt. Ich blende mal Google Maps, Quelle Google Maps ein, wo wir uns hier wirklich befinden in Berlin, damit man das ein bisschen sich orientieren kann. Was macht der Invalidenfriedhof? Kann ich hier kurz vorlesen, nicht alles, aber die ersten Absätze sind echt interessant. Invalidenfriedhof entstand 1748 im Zusammenhang mit dem Bau des von Friedrich II. Befohlenen Invalidenhauses als Hospital für seine, in Anführungszeichen, lahmen Kriegsleute, also seine langen Kerls, seine Soldaten, das am 15. November 1748 eingeweiht wurde. Dazu gehörten auch eine evangelische und eine katholische Kirche. Neben der Militärgemeinde gab es eine immer größer werdende Zivilgemeinde, die auch den Invalidenfriedhof als Begräbnisstätte nutzte, sodass mehr Zivilisten als Soldaten beigesetzt wurden. Nach den Befreiungskriegen gegen Napoleon 1813 bis 1815 wurde der Friedhof Begräbnisstätte für hochrangige Offiziere des preußischen Heeres, wie zum Beispiel Gerhard Johann David Scharnhorst, dessen Grabmal nach Entwürfen von Karl Friedrich Schinkel errichtet wurde. Und während der NS-Zeit ist neben einigen Vertretern des Naziregimes wie Reinhard Heydrich, Leiter des Reichssicherheitshauptamtes, und Fritz Todt, Reichsminister für Bewaffnung und Munition, auch der letzte Kommandant des Invalidenhauses und Vertreter des militärischen Widerstands gegen Hitler, Oberst Wilhelm Staehle, bestattet worden. Den Rest erzähle ich hier noch später, wenn wir hier noch ein bisschen euch die Gräber zeigen und den Friedhof. Der ist jetzt nicht mehr richtig groß, aber längst nicht mehr die Größe, die er ursprünglich hatte. Es war lange Sperrgebiet. Natürlich während der Mauer war das hier Sperrgebiet, da war gar kein Zugang. Weil dahinter ist direkt die Spree und das war die ehemalige Grenze, der Grenzverlauf hier an der Stelle. Ja, die Spree war praktisch die Grenze und hier durfte natürlich dann auch niemand sein am Ufer. Auf der Ostseite sind wir hier sozusagen. Und es ist wirklich interessant, weil wirklich noch alte preußische Generäle, die ich jetzt auch nicht alle mit Namen kenne, aber hochrangige Offiziere, hier beerdigt sind. Und es wird auch gepflegt vom Land Berlin. Da muss ich mal ein Kompliment aussprechen. Das ist hier mal auch jetzt mal ein Gegenbeispiel, dass nicht alles so mies ist in Berlin. Das will ich auch mal sagen. Weil hier ist wirklich, lässt man nicht vermüllen, lässt man nicht verwahrlosen. Und es ist eine wunderbare Wohnlage, ja, von der Lage als in der Stadt in Mitte praktisch. Und wir zeigen euch mal ein bisschen ein paar Gräber und die Umgebung hier. Und es lohnt sich echt herzukommen, weil es auch so eine Oase ist. Und wir haben den echt genutzt, den Tag heute, weil es der erste wirklich schön warme Frühlingstag ist. Und dachten wir, Invalidenfriedhof ist jetzt auch nicht so bekannt. Ja, natürlich stehen die schon in den Fremdenführern, aber ich will es nochmal als Tipp abgeben, wenn ihr in Berlin besucht, hier kann man in den schönen Sommer-, Frühlingsmonaten durchaus mal herkommen. Ja, und sich die Gräber anschauen und auch, ihr hört es ja, das Vogelgezwitscher, das ist wirklich eine Ruheoase und wird auch genutzt von den Menschen. Also das ist, liegt hier nicht brach oder irgendwas. So, wir schauen mal. Ja. Bis zum nächsten Grab, sage ich mal. Gleich. Servus. Ja, lieben Zuschauer, wir nehmen euch einfach mal mit. Wir wandeln hier mal zwischen den Gräbern. Ihr erster Staatsanwalt zum Beispiel. Das sind jetzt noch relativ junge Gräber, sage ich mal. Ich glaube, das jüngste Grab, was wir hier gesehen haben, war begraben 1972. Aber seitdem, eigentlich komisch, weil das war ja schon mitten in der Mauerzeit, also irgendwie, vielleicht ist der dann, keine Ahnung, das kann ich mir nicht ganz erklären, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass während der Grenze hier Leute beerdigt wurden, aber gut, das weiß ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal in Richtung eines sehr interessanten, es sind hier überall Gräber, aber natürlich fehlen oft die Grabsteine. Hier sind auch zum Beispiel, ich weiß jetzt gar nicht, wer da liegt, ja? Ich habe das jetzt nicht so auf dem Sender, aber hier zum Beispiel Leutnant im Otto Friedrich von Hindersien, Leutnant im Kaiser Franz Garde Grenadierregiment Nummer 2,
1870 offenbar gefallen, ja, als jung, ja, 19 Jahre alt. Im Krieg, aber immerhin, sein Grabstein wird gepflegt und wird hier in Ehren gehalten. Das finde ich schon eine Erwähnung wert. Und übrigens, der Invalidenfriedhof, das will ich auch noch sagen, der gehört ja eigentlich, wie ich vorhin vorgelesen habe, für das Invalidenhaus, für die lahmen Kriegsleute. Und auf dem Gelände, ja, ist das Bundeswirtschaftsministerium für Klimaschutz und Wirtschaft. Und es ist aber nicht in dem Gebäude, das ist nicht so alt, da wo das Wirtschaftsministerium hauptmäßig drin ist, ist aus wilhelminischer Zeit, Kaiserzeit. Und jetzt gehen wir mal, das finde ich sehr interessant, das habe ich schon gesehen, das Grab. Das ist ein Fliegergrab sozusagen von zwei Fliegern. Ich nehme an, zwei Brüdern. Ich gehe mal hier einmal rum. Von zwei Brüdern aus dem Ersten Weltkrieg. Albert Kalf und Bruno Kalf, kriegsfreiwilliger Gefreiter, Inhaber EK2 und sein Bruder Leutnant und Kampfflieger, am Fliegertod 1917 und der Bruder 1916 gestorben. Und schön fand ich diesen Grabstein mit dem Propeller von dem Flieger und auch den Adler, wollte ich eigentlich nicht vorenthalten, auch wie gesagt gepflegt, ja, also auch von den Bepflanzungen her und so weiter, muss man wirklich sagen, Kompliment oder danke mal an der Stelle, dass wenigstens das hinhaut, ja, dass das wenigstens noch ein bisschen geehrt wird. Es ist ja auch die Frage, in Berlin gab es ja die Diskussion, die ist allerdings jetzt wieder, ehrlich gesagt, wieder eingeschlafen, Gott sei Dank, alle Straßennamen mit irgendwelchen preußischen Generalfeldmarschällen und Militärs umzubenennen, ja, also die mit weit vor der Nazizeit, ja, Gneisenau und Scharnhorst und der übrigens hier auch liegt, ja, wen haben wir denn da? Danke, süß, jetzt machst du toll. Die Liebe höret nimmer auf. Hier ruht in Gott mein innig geliebter, unser unvergesslicher Vater, mein innig geliebter Mann und unvergesslicher Vater, der wirklich geheime Rat, der wirkliche geheime Rat, General, Landschaftsdirektor AD, Major AD Ludwig von Staudi, 1834 bis 1912. Also auch das gepflegt, ja. Ich weiß auch nicht, vielleicht machen das auch noch teilweise die Familien, das weiß ich nicht. Aber ich finde es toll, dass es gepflegt ist und dass hier kann man sich nur vorstellen, hier hat es von diesen Gräbern gewimmelt. Das waren alles hohe Offiziere, die hier beerdigt wurden. Das ist nur ein kleiner Bruchteil von dem, was wir hier sehen, was mal ursprünglich hier war. Ja, also große Grabmale, vielleicht auch ein bisschen Heldenverehrung, aber ja. Einfach schön auch, ja. Julius Nolte, der hat aber ein Zivilist, ja. Also wie gesagt, es liegen ja auch nicht nur Militärs hier oder Offiziere. Richthofen lag hier, muss man sagen. Es gibt hier noch einen Stein, einen Gedenkstein. Aber ein lieber Zuschauer hat mich schon darauf aufmerksam gemacht, dass Richthofen umgebettet wurde nach Baden-Württemberg, glaube ich. Also er liegt nicht mehr hier, das Grab gibt es nicht mehr hier. Und hier könnt ihr sehen, hier ist, wie gesagt, hinter der Mauer, hinter der Backsteinmauer ist die Grenze, sprich, oder war die Grenze, die Spree. Gut, wir gehen jetzt nochmal ein Stück und dann zeigen wir euch nochmal was, würde ich sagen. Ja genau, wir schwenken nochmal schön. Es ist wirklich hier sehr friedlich, muss ich ehrlich sagen. Also hier kommt einem nichts komisch vor. Schön. Schöne Atmosphäre gerade hier. Bis gleich. Ja, liebe Zuschauer, jetzt haben wir hier wirklich für euch ein bisschen deutsche Militärhistorie beziehungsweise deutsche hohe Generäle und deutsche hohe Offiziere, preußische in dem Fall natürlich vor allem. Da fangen wir mal an hier, Werner Freiherr von Fritsch, Generaloberst, Chef des Artillerieregiments Nummer 12, geboren 4. August 1880 und gefallen vor Warschau am 22. September 1939, drei Wochen nach Beginn des Krieges.
Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben, steht da drauf. Freiherr von Fritsch, also es war ja sowieso, die deutsche Generalität war ja damals auch noch überwiegend adelig, ja, und auch ganze Adelsfamilien und Geschlechter haben auch ihren Blutzoll gezahlt, wenn man so will. Und hier haben wir die Familie Rauch, Friedrich Wilhelm von Rauch, Oberleutnant, das ist hier 1868, Sophie von Rauch, General der Kavallerie, also hohe Offiziere, General der Kavallerie da hinten. Also das sind einige, die sind jetzt nicht alle gefallen, ja, aber alles Militärs, also militärhistorische Familie, wenn man so will. Und hier haben wir nochmal Rauch, Friedrich von Rauch, königlich preußischer Generalleutnant. Wir sind hier übrigens in der Nähe des Bundeswehrkrankenhauses, deswegen kann es sein, dass hier manchmal eine Sirene läutet. Hier haben wir Generaloberst Hans von Seegt, Chef des Infanterieregiments Nummer 67, am 27. Dezember 1936 gestorben, 20. April 1866 geboren, also auch hoher, hoher Offizier. Und hier zeigen wir euch die Familie von Bojen, auch königlich preußischer Generalfeldmarschall, ja. Und der Hermann und der andere auch hoher General, General der Infanterie. Und die entsprechenden Schwestern bzw. Frauen, Fanny von Bojen, Amalie und auch noch eine Amalie. Müsste ich jetzt richtig nachdenken mit den römischen Ziffern, römischen Zahlen. Das könnt ihr gerne euch kombinieren. Und es ist auch wirklich, wie gesagt, ihr seht, das ist eine gepflegte Grabstätte auch, ja. Also da wird schon drauf geguckt, das ist hier nicht irgendwie jetzt schon so halb eingefallen oder was, kann man echt nicht behaupten. Und hier haben wir Scharnhorst, Familie Scharnhorst, die großen, also wirklich große Tradition Militär, General Gerhard Johann David von Scharnhorst. 1755 bis 1813. Interessant ist noch, gestorben am 28.06.1813 zu Prag, beigesetzt am 9.09.1826 zu Berlin, also erst 13 Jahre danach. Und danach ist ja auch ein Schlachtschiff benannt worden, des Zweiten Weltkriegs, der deutschen Marine, Kriegsmarine, Scharnhorst. Und hier auch eine Straße benannt worden nach ihm. Hier ist August von Scharnhorst. Kann ich jetzt schlecht lesen. Und da sind, will ich jetzt nicht zu viel, es ist jetzt wirklich nur die bekanntesten. Hier sind noch andere zwei Grabplatten, auch zwei preußische oder deutsche Generalfeldmarschälle aus dem 19. Jahrhundert. Dann lassen wir es mal hier mit dem Militär gut sein, aber das ist halt auch ein Militärfriedhof, ja, und deswegen fand ich das auch so spannend hier. Wir zeigen auch noch eine andere Ecke. Jetzt mal schon mal vielen Dank. Ah, hier vielleicht noch ganz interessant, der Rücken der Kreuze hier von der Familie Rauch, treu bis in den Tod. Ja, und immerhin auch, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibet, der bleibet Gott und Gott in ihm. Warum nicht? Aber treu bis in den Tod, ja, okay. Also, dann gehen wir noch an eine andere Ecke und zeigen die euch noch. Und wie gesagt, es ist jetzt hier nicht groß, also von daher sehr überschaubar, aber wir haben noch eine Ecke, die wir euch zeigen können. Ja, liebe Zuschauer, wie es so ist, wenn man hier so rumschlendert und natürlich ein bisschen aufmerksam auf die Gräber schaut, dann entdeckt man auch immer wieder was Neues. Das ist hier nämlich der Grabstein bzw. die Grabplatte von Erwin von Witzleben, Generalfeldmarschall, 4.12.1881 und gestorben, und zwar hingerichtet am 8.8.1944, seinem Gewissen und Glauben verpflichtet, handelte und starb er im Widerstand gegen den Nationalsozialismus für Recht und Freiheit. Er war einer der Mitverschwörer des 20. Juli 1944, des Attentats auf Hitler mit Stauffenberg als Ausführenden. Und er war einer der Mitverschwörer, wurde dann auch vor dem Volksgerichtshof Freislers schlimm gedemütigt, ohne Gürtel, ohne Hosenträger, ohne Schnürsenkel. Und musste sich da praktisch da wirklich erniedrigen lassen, auch noch nach
bevor er dann zum Tode verurteilt wurde. Ja, gibt es Filmaufnahmen. Ja, Erwin von Uetzleben, großer Stratege, Generalfeldmarschall. Wirst du nicht so einfach mal so. Und hier haben wir wirklich auch nochmal eine Familie, die auch schon im 19. Jahrhundert und dann noch im Zweiten Weltkrieg hier ihre Offiziere und Generäle gestellt hat. Die Familie von Winterfeld. Es gibt auch meines Wissens eine Straße in Berlin, Generalmajor. Der ist gestorben am 3.7.1940, 1867 geboren. Weiß nicht, ob er gefallen ist. Und hier haben wir aber noch einen Vorfahren von ihm, Hans Karl von Winterfeld, Generalleutnant. Das war allerdings in 1857 ist der hierher gekommen. Die Überreste, also aus den Napoleonischen Kriegen oder aus der Richtung dürfte der stammen aus der Zeit. Ja, das fand ich aber nochmal interessant. Das wollte ich euch zeigen, gerade mit dem Witzleben und auch gerade diese römische Rüstung und diese Skulptur, wenn man so will. Und auch, wie gesagt, der Zustand. Also das finde ich schon toll, dass das immerhin hier wirklich fast im Top-Zustand hier erhalten bleibt. Ja, liebe Zuschauer, das ist jetzt hier die letzte Station unseres kleinen Ausflugs hier durch den Invalidenfriedhof. Also, weil ich immer sage Spree, es ist nicht ganz korrekt, es ist der Schifffahrtskanal, der Spandauer, der hier durchgeht, aber es ist natürlich von der Spree gespeist. Ja. Das ist dieser Kanal, der auch die Grenze war. Und hier sehen wir eine Glocke, die stammt aus einer Kirche, aus der Gnadenkirche, die hier stand. Also in Verbindung mit dem Invalidenhaus und mit dem Invalidenfriedhof. Und diese Kirche wurde im Krieg durch einen Bombentreffer, es wird hier erläutert, stark beschädigt, aber man hätte sie retten können, so wie ich das verstanden habe. Und trotz vieler Proteste wurde sie 1967, das war ja auch hier auf DDR-Gebiet, also eine DDR-Entscheidung, aber es ist nur wegen der historischen Einordnung, wo wir uns hier befinden, gesprengt worden. Ja, und diese Glocke ist hier sozusagen vorher demontiert oder irgendwie gerettet worden und wird hier sozusagen, findet hier noch, ja, irgendwo eine Berechtigung. Finde ich jetzt auch eine ganz gute Idee, daran noch zu erinnern. Auguste Victoria Glocke ist ja ein toller Handwerksstück. Ja. Und hier haben wir, und da kann ich mich gleich selbst korrigieren vom Anfang des Videos, das ursprüngliche, ehemalige, muss man sagen, Grabmal von dem Roten Baron Richthofen. Ja, weil, wie schon gesagt, mir ein lieber Zuschauer mich schon korrigiert hat, beziehungsweise mich schon informiert hat, dass Richthofen hier zwar beerdigt wurde, aber dann überführt wurde, beziehungsweise umgebettet wurde. Ja, hier steht es auch. Hier befand sich das Grab des königlich preußischen Rittmeisters und Jagdfliegers des Ersten Weltkriegs, Manfred Freiherr von Richthofen, der Rote Baron, 1892 bis 1918. Der ist echt im letzten Kriegsjahr noch gefallen. 1975 wurden seine sterblichen Überreste auf dem Südfriedhof in Wiesbaden, habe ich auch vorhin Baden-Württemberg gesagt, es tut mir leid, das korrigiere ich, Wiesbaden ist natürlich in Hessen, überführt. Ja, der ist übrigens in Breslau geboren. Da gibt es einen alten Spruch in Berlin, der wirklich echte Berliner stammt aus Breslau. Ja, ihr Lieben, hier vor dem Grab oder ehemaligen Grab des Roten Barons ist ja auch durchaus noch ein Begriff. Auch übrigens über Deutschland hinaus, ja auch bei den Engländern und Amerikanern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und danke fürs Zuschauen und danke, dass ihr mitgekommen seid. Und wenn ihr denkt, ja, okay, das ist echt, das schaue ich mir öfters an, wenn solche Sachen kommen oder auf andere Sachen, auf DCTV abonnieren. Und wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen und kommentieren. Ich schaue mir das an. Und wenn ihr denkt, ja, da lasse ich doch mal was rüberkommen finanziell, weil mir das irgendwie wert ist und weil mir das gefällt, dann könnt ihr das tun. In der Beschreibung steht es Ko-fi, Bitcoin, Stripe und Deutsche Bankverbindung. Vielen Dank an meine süße Kamerafrau und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es irgendwie schön. Es ist immer noch so ein schöner Tag, Sonne tanken. Ja. Schaut, dass er rauskommt, wie die Sonne scheint. Ehrlich, macht es gut. Servus.